Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge ist der Kinosaal fertig geworden, hier in unserem Entertainment-Bereich Nummer 1. Und wir haben die kleine Lagerfläche oder den kleinen Raum für unsere Fermentierfässer für die Bierwürze fertiggestellt. Außerdem haben wir einen neuen Zugang, und zwar den Silver. Der kriegt noch einen ordentlichen Namen, denn das kann ich mir mal wieder nicht merken. Ist es ein männlicher Kolonist? Da habe ich da ja schon mal keinen großen Fehler gemacht. Aber das ist jetzt der. Das ist jetzt der Wilhelm. So, oh nee, falsch. Wilhelm. Herzlich willkommen. Wird er mit 2L geschrieben, frage ich mich gerade. Ist ja nun nicht gerade der gängigste Name. Ich weiß es nicht. Ich werde es korrigieren, aber ich glaube, man kann mit einem L schreiben. So. Ja, die Bierwürze müsste jetzt auch schon hier eingelagert werden. Früher hat man das gesehen. Ist das jetzt nicht mehr so oder ist die einfach noch nicht hier drin? Das ist jetzt eine gute Frage. Kein Füllstand. Doch, es ist ein Füllstand zu sehen, und zwar auf diesen beiden hier. Die enthalten bereits Würze. Den sieht man aber ganz schlecht, weil der die gleiche Farbe wie das Fass hat. Aber ich glaube, dass der sich im Laufe der Zeit eben verändert. So, enthält 25 Würze. Fortschritt 3,6%. Dauert noch, ja, 9,5 Tage. Temperatur passt soweit. Dann machen wir weiter im Entertainment-Bereich. Hier unten, das mit dem Billardtisch, das soll natürlich so bleiben. Den werden wir jetzt nur ein bisschen anders hinstellen. Die Säule können wir abreißen. Hier ist genug Wand. Ich hoffe, dass wir die auch abreißen können. Ich versuch's mal. Falls nicht, gibt's gleich irgendwo einen Einsturz. Aber ich denke, das geht schon in Ordnung so. Fast ein bisschen zu hell, zwei davon. Und so eine Lampe neben dem Fernseher hat natürlich auch immer so den Nachteil, dass man da so reinguckt. Deswegen werde ich die mal erstmal rausnehmen da. Ich denke nämlich, dass es besser aussieht mit nur einer Lampe. Dann können wir nämlich auch die Blume in die Mitte, in die Ecke stellen. Das sieht besser aus, als wenn die hier so mitten an der Tür steht. Ja, und ich denke, für ein Kino reicht das absolut so. Dass beim Umziehen der Blume das bereits eingepflanzte Gewächs kaputt geht, finde ich auch ein bisschen Blödsinn, aber es ist nun mal so. Gut, stellen wir den Billardtisch richtig hin. Und den würde ich jetzt ja, so hinstellen, weil das symmetrisch besser passt. Und zwar genau in die Mitte, denn auch hier werden wir dicht machen. Ja, jetzt werden wir überfallen, wie unfair. Naja, okay, und wir werden hier den Zugang tatsächlich entfernen. Steht gar nicht in der Mitte, sehe ich gerade. 2 und 3. Okay, dann dann lasse ich mir hier möglicherweise noch was anderes einfallen. Jetzt gucken wir erstmal, was passiert. Piraten der Fraktion Rapier sind in der Nähe aufgetaucht und sie greifen sofort an. Jetzt haben wir die Fallen. Uiuiui. Jetzt haben wir die Fallen natürlich abgebaut. Die werden die Geschütze auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit zerlegen. Hätte ich die Fallen mal nicht abgebaut. Okay. Nummer 1, offen halten. Nummer 2, offen halten. Nummer 3, offen halten. Teddy kommt her. Rolf kommt her. Lisa kommt her. Brigitte kommt her. Friedrich kommt her. So, unsere kleine Truppe. Eine Falle ist sogar noch da, sehe ich gerade. Na wunderbar. Die Geschütze sind aktiviert. Und unsere Leute sollten jetzt besser schnell Stellung beziehen. Ja, da geht einer hinten rum. So, okay. Jetzt geht's los da oben. Der erste ist schon erledigt.
Eieiei, da geht's doch was zur Sache. Da sind gleich drei umgefallen durch die Explosion. Hohohohohoho. Mein lieber Herr Gesangsverein, da geht's auf jeden Fall gut ab. Hier brennt ein Feuer, das uns aber egal ist. Es wird uns nicht gefährlich. Und die Piraten fliehen bereits. Und sie fliehen durch die Tür. Ja, da ist der nächste tot. Gut. Ja. Können unsere Leute bereits wieder zurück. Und die löschen jetzt das Feuer hier. Und das ist auch gar nicht so verkehrt. Gut, dann schauen wir gleich mal, was wir hier für überleben. Moment mal, das mit dem Feuer und der Geschütze ist natürlich jetzt gerade nicht mehr so schön. Feuer einstellen, bitte. Jopp. Steht da noch ein Geschütz? Nein. Doch, da ist noch ein Geschütz drunter. Feuer einstellen. So. Christian ist verletzt. Warum löscht denn jetzt keiner das Feuer? Ach, kauernd. Ah, die kauern jetzt, weil da die Leute sind. Okay, dann machen wir das mal eben anders. Gut. Jetzt dürft ihr mitlöschen. Beziehungsweise reparieren. Und wir schauen mal nach den Überlebenden. Wir haben hier jemanden mit dem Namen Kit, ein Technikfeind, schwerer Söldner. Ja, Kit hätte ich jetzt ganz klar männlich eingeschätzt, ist aber weiblich. 21 Jahre alt und eine Künstlerin. Neurotisch, psychisch sensibel, sorgfältige Schütze. Ja, schön. Die hier sind alle tot. Und bei der Flucht ist auch niemand mehr liegen geblieben. Die sind tatsächlich alle weggekommen. Gut, wir werden Kit nicht retten. Ich bereue schon fast, dass wir Val hier gerettet haben. Oder gefangen. Weil wir noch gar kein Gefängnis haben. Hier sind ein paar Waffen übrig geblieben. Schrotflinten. Hier ist eine automatische Schrotflinte. Ein Repetiergewehr. Ein Revolver und eine Pistole. Hier muss jetzt viel repariert werden. Aber ich muss sagen, das war jetzt eine recht große Gruppe. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Die haben sich auch ein bisschen mit ihren Granaten oder Molotow-Cocktails oder was die auch immer geworfen haben, so ein bisschen selbst verletzt. Da der eine hier mit dem Molotow-Cocktail in der Hand wahrscheinlich explodiert ist. Hier gab es eine riesen Explosion, sind gleich drei Leute umgefallen. Das ist natürlich wunderbar. Müssen wir eben gucken, was der Christian hat. Schuss durchs improvisierte Geschütz. Ja, der ist durchs Geschütz gelaufen. Das ist dann mal dumm gelaufen. Die Türen müssen wir wieder zu machen. So, und dann weiter mit unserem Gesellschaftsraum. Glaube, dass ich hier vielleicht was anderes reinmache, weil irgendwie gefällt mir das nicht. Jetzt haben wir hier noch eine große Heizung, die hier völlig überflüssig ist. Weiß noch nicht, was ich hiermit mache. Aber ich glaube, dass wir den Essens- und restlichen Erholungsbereich hier oben komplett unterbringen. Das ist ein Riesenraum. Von daher geht das schon. Wir machen hier aber Teppich rein.
Mir gefällt dieser schwarze Teppich erst sehr gut. Gut, der kommt jetzt irgendwie nicht mehr so recht zur Geltung. Vielleicht sollten wir dann doch noch eine andere Lampe reinstellen. Vielleicht irgendwas ganz Dunkles. Kann ja auch durchaus so eine Deckenlampe sein. Vielleicht in Rot oder in Violett. So eine violette Deckenlampe hier in diesem Bereich. Ich guck mal, wie das aussieht. Wenn das schlecht ist, reißen wir es wieder ab. So, jetzt aber mal hier zu den Stühlen und Tischen. Gut und gut. Die können wir beide behalten. Ich würde jetzt erst den Boden machen. Und dann nehmen wir auch einen Teppich. Und zwar... Ich hab eine Idee. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Nee, habe ich falsch gemacht. Moment. abbrechen. Teppich. Was habe ich denn da jetzt genommen? Weiß. So, Creme. Genau. Ich weiß noch nicht, ob das hinterher aussieht. Ich probiere es einfach aus. Wir haben ja genug Stoff da. Und wenn das dann hässlich ist, dann legen wir was anderes rein. Auf jeden Fall gefällt mir nicht, dass die Deckenlampe hier durchkommt. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass da gerade was gebaut wird. Sonst müsste das nämlich eigentlich in dem Raum bleiben. Bin ziemlich sicher, dass das daran liegt, dass da gerade die Wand nicht richtig fertig ist. Handarbeit. Eigentlich müsste es jetzt so gehen. Ja, geht auch. Schauen wir mal, wie das aussieht. So, das Licht ist jetzt in diesem Raum. Gefällt es mir... Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich sage euch, was besser ausgesehen hat. Na, das ist doch was, oder? Also, das sieht doch gut aus, finde ich. Ja, sagt mir mal eure Meinung dazu. Wenn das mal kein schöner Teppich ist, weiß ich auch nicht. Ich bekomme gerade Lust, das überall zu machen. So gut finde ich das. Was? Jetzt haben wir zu wenig Stoff? Ist nicht wahr. Haben wir den ganzen Stoff? Oh. Oh. Oh, wir haben den Stoff aufgebraucht. Na, wunderbar. Gut. Dann sollten wir vielleicht mal... Müssen wir eben gucken, wie viel Mais haben wir denn noch? 4000. Okay, Teufelsgarn haben wir aber erstmal, denke ich, genug. 3000, das soll wohl reichen. Hier ist doch nochmal ausgesät worden. Dabei habe ich doch gesagt, nicht mehr aussehen. Oder ist das tatsächlich noch vom Wachstum? Wir machen mal Mais. Mais... Stoff. Wo ist die Baumwolle? Da. Und Baumwolle. Und ja, gehen jetzt natürlich die Pilze bei kaputt. Allerdings sind einige schon fast erntereif. Ein bisschen was kommt auf jeden Fall immer bei rum. Außer bei den ganz kleinen Pflanzen hier. Da ist nicht davon auszugehen, dass da was von geerntet wird, was auch noch verwertbar ist. Naja, schauen wir mal. Aber mir gefällt das sehr gut.
Ich möchte hier aber gemütlicheres Licht haben, deswegen werde ich die Wallpanels mal abreißen. Ich denke, dass wir in diesem Raum mit Deckenlampen arbeiten werden. Allerdings mit neutralem Licht oder vielleicht das Gelb. Wenn man da ein paar mehr von macht, sieht es ja auch noch ein bisschen heller aus. Mal schauen. Richtig cool wären Lampen, die man dimmen kann. Also heller und dunkler machen kann und dass das auch visuell sichtbar ist. Das wäre ganz groß. Fände ich super. Wenn da mal eine Mod kommt, könnte es mir gestehen, dass ich die umgehend ausprobiere. So, was mit unserem Strom los? Ja, wir sollten vielleicht mal die anderen Batterien ans Netz nehmen. Was ist denn da los? Achso, ja klar. Also nehmen wir mal die Batterien ans Netz und die lassen wir auch dran, muss auch aufgeladen werden. Und vielleicht bauen wir mal ein paar Generatoren. Ihr wisst ja, wir haben so viel Holz und ihr habt es ja auch schon gesagt, mit so viel Holz würde ich einen Generator bauen. Ist ja auch richtig. Wir haben hier eh ein Dach. Von daher baue ich da jetzt ein paar Generatoren hin. Die bringen jeweils 1000 Watt. Wir nehmen natürlich das Holz. So, 4000 Watt haben wir dann hier. Die Kryo-Schlafkapseln sind erforscht. Ich muss die Aussaat hier natürlich... Ah, ne, habe ich schon. Gut. Ja, hier ist jetzt natürlich alles in Stock geraten, eben weil die Teppiche jetzt fehlen, weil der Stoff fehlt. Ich möchte hier eine Heizung reinstellen. Das sieht schöner aus, als hier eine Lüftung reinzubauen. Da reicht natürlich eine kleine. Gut, jetzt ist hier natürlich wieder sehr dunkel. Deckenlampen haben wir ja schon gesagt, nehmen wir hier nur welche dann. Gelb oder orange, wie in dem, oder halt die ganz normalen hellen. Ich nehme mal die hellen. So, 1, 2, 3. Schön ist, dass wir hier eine totale Mitte haben auch. Das heißt, wir können einfach 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 sagen und gucken, wie das aussieht. Diese Lampe kommt dann woanders hin. Natürlich müssen wir zu diesen Lampen die Kabel hinlegen, sonst sieht das unmöglich aus, besonders auf hellem Boden. Ja, ihr seht das ja hier, ne? Das muss ja nicht sein. So, die Baumwolle ist eingepflanzt, der Mais ebenfalls bald. Und ihr seht hier so ein bisschen, was an Stoff kommt rum. Von daher, nicht ganz Verschwendung. Alles in Ordnung. Das Wasser ist doch noch an, oder? Wieso ist denn das Wasser aus? Wieso ist das Wasser aus?
So. Reisende der Fraktion Wähler befinden sich auf Durchreise. Durchreise ist auch okay. Die gehen durch, das weiß ich. Alles gut. Aber warum die Besuchergruppe nicht geblieben sind, das weiß ich bis heute noch nicht. Ein bisschen jagen gehen. Vorher. Möchte ich aber eben den Wag erledigen. Jo, Brigitte, super. Komm mal her. Na, jetzt steht er da hinten drin. Ja, das ist ja ein Fuchs. So, jetzt aber. Wer kann ihn denn nicht erreichen? Habe ich da versehentlich einen Nahkämpfer bei? Oh ja, Christian. Verzeihung. So. Erledigt. Jetzt könnt ihr gerne jagen gehen hier. Der Waschbär ist noch in Ordnung. Den können wir nehmen. Außerdem liegt hier auch schon länger ein Strauß. Der ist auch noch in Ordnung. Draußen ist nämlich kalt. Und den Revolver sammeln wir auch noch ein. Gut, so, ich würde sagen, das sieht ganz annehmbar aus. Hier müssen wir jetzt halt auf den Stoff warten, dann wird das auch schön. Was wir mit diesem Raum machen, weiß ich noch nicht, denn der Billardtisch soll hier oben mit rein. Ich lasse mir was einfallen, vielleicht noch ein Lager. Ja, wer weiß. Irgendwas auf jeden Fall muss da noch rein. Da hätten wir eigentlich die Bierwürze reinmachen können. Na gut, da wussten wir es noch nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schönen Tag noch, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.